Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 3 Wochen stehen wir, Herr Dr. Georg Schneider und meine Wenigkeit, Ihnen wieder mit Rat und Tat zur Seite. Corona ist vorbei, hört man vielfach in der Bevölkerung. Wir haben das Schlimmste überstanden, sind andere Wörter, die wir hören. Ab jetzt geht es wieder bergauf, wir können zum normalen Leben zurückkehren. Das ist die eine Meinung. Zum Teil aber spüren wir noch große Ängste. Corona ist noch in Hövloff, Corona ist noch in der Welt und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir zum normalen Leben zurückkehren können. Das ist die andere Seite, die wir zurzeit auch diskutieren. Ich habe Ihnen mal ein Diagramm mitgebracht, was sehr, sehr deutlich zeigt, wie die Situation derzeit aussieht in Hövloff. Hier der Start von Corona. Wir hatten dann einen rapiden Anstieg, insbesondere auch durch den Fall in einer Arztpraxis und den Fällen im Altenheim, waren allerdings dann seit dem 5. April relativ konstant. Die Zahlen haben sich in keinster Weise erhöht und nunmehr seit dem 9. Mai geht es wieder leicht nach oben. Man kann fast sagen, täglich ein neuer Fall in Hövloff. Glücklicherweise sind die Zahl der Genesenen dem entgegenzusetzen. Zurzeit haben wir noch 6 aktive Fälle in Hövloff, alle anderen sind geheilt. Herr Dr. Georg Schneider, aus der Praxis heraus, Sie haben tagtäglich mit Patienten zu tun, Sie testen tagtäglich. Wie würden Sie die aktuelle Lage beurteilen? Ist Corona noch in Hövloff? Ja, Corona ist auf jeden Fall noch in Hövloff. Das haben wir diese Woche gesehen. Sie haben es bereits gesagt, wir haben jeden Tag einen positiven Fall dazu bekommen. Einmal eine Alten- und Krankenpflegerin, einmal ein Partner und Zufallsbefund, 2 Patienten aus unserer Praxis. Beide aus der Chronikergruppe, eine 76-jährige Frau, einen 68-jährigen Mann, die sich konsequent an alles gehalten haben, die jegliche sozialen Kontakte gemieden haben, die ihre Schutzmaske regelmäßig getragen haben und die Infektionswege sind völlig unklar. Hövloff ist nicht Corona-frei. Ja, wir haben einiges an Lockerungen erlebt in den letzten Wochen. Zunächst mal wurde der Einzelhandel wieder geöffnet, dann wurden die Friseure wieder zugelassen. Und zuletzt seit Montag auch die Gastronomen, die Restaurants, die Fitnessstudios, alle diejenigen haben wieder offen mit Hygieneregeln natürlich, die zu beachten sind. Nichtsdestotrotz scheint das Leben wieder zur Normalität zurückzukehren. 60% der Deutschen nach letzter Umfrage stehen dem sehr kritisch gegenüber. Wie würden Sie die aktuelle Situation hinsichtlich der Lockerung beurteilen? Ja, ich stehe den Lockerungen auch relativ kritisch gegenüber. Wir werden da nichts dran machen können. Die Lockerungen werden weitergehen. Wir werden das Einreiseverbot kippen an diesem Wochenende. Wir werden die Nachverfolgung bzw. die Quarantäne von einreisenden Bürgerinnen und Bürgern in unserem Bundesland, in anderen Bundesländern kippen. Das Problem ist einzig und alleine, dass wir uns einmal zurückbesinnen müssen auf unsere Basics. Basic ist Abstand halten, mindestens 1,5 Meter. Es dürfen 2 sein. Basic ist Mund Hustenhygiene, das heißt Niesen in die Ellenbeuge, nicht in die Hand und das Tragen einer Schutzmaske, einer Mund-Nasen-Bedeckung, wir gehen da gleich noch drauf ein, immer wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege und immer wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, die nicht zu meiner Familie gehören. Nun haben wir es ja geschafft, durch die Maßnahmen, die teilweise auch kritisiert worden sind, die Welle abzuebnen. Es scheint die erste Welle auch vorbei zu sein. Viele befürchten eine weitere Welle, spätestens im Herbst. Wird sie kommen? Das ist derzeit nicht abzusehen. Wenn die Beschränkungen sich weiter lockern, das wird der Fall sein. Und wenn die Hygienemaßnahmen, insbesondere auch das Abstandsgebot und der Mund-Nasen-Schutz nicht eingehalten wird, bis denn dann ein Impfstoff verfügbar ist, dann wird eine zweite Welle kommen. Wir haben momentan eine ganz niedrige Belegung der Intensivbetten in Deutschland mit Patienten. Das ist gut so. Das heißt aber nicht, dass wir überreagiert hätten. Es zeigt nur, dass wir richtig gehandelt haben, dass die Bevölkerung richtig gehandelt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger richtig gehandelt haben. Die Öffnungen suggerieren, dass man mit allem lascher umgehen kann, dass man weniger Abstand halten muss, weniger Hygiene braucht und die Zahl der nicht belegten Krankenhausbetten zeigt den Leuten, so schlimm wird es gar nicht sein. Das ist ein Trugschluss, das wird uns einholen, wenn wir uns nicht noch einmal ganz zurückbesinnen auf das, was wir von Anfang an gesagt haben. Das Virus selber braucht den Menschen als Wirt, um sich vermehren zu können und ist hochinfektiös, bleibt als Aerosol in der Luft, bleibt als Tröpfchen in der Luft, immer dann, da wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, kann sich jeder infizieren. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Aerosol, auch in dieser Woche heiß diskutiert. Professor
Drosten hat es nochmal thematisiert, dass überall auch in den Restaurants, in den Einrichtungen Aerosol in der Luft sich längere Zeit halten kann. Auch wir hatten es hier schon mal thematisiert. Was können wir tun, um wirklich auch hier möglichst clean zu sein? Also das A und O, wir hatten das letztes Mal auch schon gesagt, ist wirklich eine ausreichende Belüftung. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit und ein guter Durchzug, eine gute Belüftung können diese Aerosolwirkung vertreiben. Das ist ganz wichtig, wenn wir in geschlossenen Räumen sitzen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, dann bleiben Aerosole, also feinste Tröpfchen in der Luft. Die halten sich lange in der Luft, das kann möglicherweise über mehrere Stunden der Fall sein. Das ist nicht gut. Wir sitzen ungeschützt teilweise in Räumen. Wir müssen für B- und Entlüftung sorgen. Auch wenn es manchmal ein bisschen kühler wird. Wir hatten gestern hier eine Haupt- und Finanzausschusssitzung. Hier haben wir regelmäßig gelüftet. Die Abendkühle kam zwar hinein, aber nichtsdestotrotz war es uns wichtiger, dass wir tatsächlich hier möglichst eine gute Raumluft auch hatten. Thema Aerosol spielt auch eine Rolle bei den nächsten Lockerungen, die angekündigt worden sind. Das Thema Hallenbad soll auch bei uns auf die Agenda kommen. Ende Mai hat der Ministerpräsident gesagt, ist es wieder möglich, Hallenbäder zu öffnen. Was würden Sie uns empfehlen? Sollen wir wieder unsere Schwimmer in die Möglichkeiten geben lassen? Also, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die Studien zur Aerosolwirkung und auch insbesondere die Studien zum Aufenthalt des Coronavirus in Gebäuden oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und ohne ausreichende Belüftung laufen noch. Tendenziell geht es dahin, dass eben deutlich mehr Viruslast in der Luft ist pro Kubikmeter. Aus medizinischer Sicht kann man nur sagen, Vorsicht walten lassen, abwarten. Sinnvoll ist es, die Freibäder zu nutzen, überall da, wo das geht, mit den Abstandsregeln, überall da, wo Gemeindestädte das umsetzen können, kann das möglicherweise funktionieren, ohne Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen, wie es ja auch vorgeschrieben ist. Hallenbäder sehe ich sehr kritisch. Ich würde kein Hallenbad betreten. Danke auch für diesen Hinweis, den wir gerne auch in unsere weitere Beratung mit hineinnehmen. Kommen wir nochmal zum Thema Mund-Nasen-Schutz, auch hier mehrfach thematisiert. Wird auch derzeit wieder verstärkt diskutiert, weil es durchaus den einen oder anderen gibt, der es nicht für sinnvoll erachtet. Wir sehen aber auch inzwischen in einzelnen Einrichtungen Menschen nur noch mit dem Visier herumlaufen, weil man sagt, auch das bietet den gleichen Schutz wie ein Mund-Nasen-Schutz selbst. Können wir das nochmal einmal näher erläutert bekommen von Ihnen? Was sind die richtigen Maßnahmen? Ja, also die richtige Maßnahme ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Hier ist ein selbstgenähter, der komplett Mund und Nase abdeckt. Ich zeige das mal einmal eben ganz kurz. So, das ist ein Mund-Nasen-Schutz. Der Mund ist zu, die Nase ist zu, die Seiten sind zu. Das ist fürs tägliche Leben überall da, wo ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, in Arztpraxen, in Einkaufsläden vorgeschrieben und umzusetzen. Unabhängig von allen anderen Maßnahmen. In der Pflege benutzen wir eine FFP2-Maske sozusagen. Die schützt mich, aber eben auch den zu Pflegenden oder zu Behandelnden. Die ist ein bisschen weniger luftdurchlässig, die bietet einen geringen, höheren Schutz. Und zusätzlich zum Mund-Nasen-Schutz in der Pflege als FFP2-Maske haben wir den Gesichtsschutz eingeführt. Und diesen haben wir eingeführt, damit keine Tröpfchen, keine Aerosole beim Pflegedienst in die Augen kommen können, an die Haut des Gesichtes kommen können, wo man dann unbemerkt wieder durch Schmier- und Wischinfektion sich infiziert. Was nicht geht, wir sehen das immer öfter, auch bei uns in der Praxis leider, ist dieser Schutzschild. Die Tröpfchen weichen unten und an der Seite ab. Er kann nur zusätzlich getragen werden. Es geht auch nicht, dass der Friseur alleine mit Schutzschild arbeitet. Es geht auch nicht, dass der Gastronom alleine mit Schutzschild arbeitet. Maske plus Schutzschild ist okay. Schutzschild alleine ist obsolet. Danke, das war uns, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Auch unsere Zuschauer fragen mich sehr häufig danach, ob es wirklich zulässig ist, allein nur das Visier zu tragen. Sie sagen ganz klar, nein. Zuletzt noch einmal der Hinweis auf die aktuellen Testungen bei Ihnen in der Praxis, aber auch in anderen Praxen. Sie sind dabei, fast jeden Patienten zu testen. Was sollte man als Arzt dabei beachten? Ja, also wir testen konsequent alle Infekte der oberen und unteren Atemwege und wir testen konsequent alle grippeähnlichen Symptome. Das heißt, wir führen relativ viele Testungen durch, 20 bis 25 am Tag. Bei Verdachtsfällen bei fieberhaften Patienten in der ausreichenden Schutzkleidung, das heißt Schutzmaske, Handschuhe, Schutzanzug und Desinfektion der Räumlichkeiten über eine Stunde, in der der Patient gesessen hat. Ansonsten bei Verdacht auf Allergie, bei Verdacht auf bakterielle Infekte, wo wir sagen, das wird nichts mit Corona zu tun haben, machen wir eben auch mit FFP2-Maske und mit Handschuhen.
Wer mehr testet, wird mehr Patienten rausfinden, die auch positiv sind. Viele Patienten sind asymptomatisch, das heißt, sie haben überhaupt keine Symptome, sind aber trotzdem Virusträger. Das gilt im Übrigen bei den beiden Chronikerpatienten, von denen ich eben sprach, auch. Die hatten nichts gemerkt, es waren beides Zufallsbefunde. Beide Familien waren maximal überrascht, dass es sie getroffen hat. Die Patienten tragen generell Mundschutz in der Maske, also eine Stoffmaske. Das heißt, sie können uns als Personal nicht anstecken. Wir müssen mehr testen, um mehr zurückverfolgen zu können und um den Gesundheitsämtern mehr Möglichkeiten zu geben, die Infektionsketten zu durchbrechen. Kann ich auch schon zum Antikörpertest jetzt kommen bei Ihnen? Ja, der Antikörpertest, wir hatten das schon mal hier gesagt, kann durchgeführt werden. Er bringt uns im Moment nicht weiter, weil wir uns noch in einer Akutphase befinden. Es wird sicher interessant sein, um zu gucken, wie ist die Durchseuchung. Ich kenne auch Praxen, die das schon machen. Wir haben bei uns gesagt, wir haben ein so hohes Aufkommen an Akutpatienten. Wenn wir uns jetzt die Gesunden in die Praxis holen und sagen, wir machen schon mal Antikörpertest, könnte uns interessieren, dann haben wir wieder so einen Zulauf und eine Verquickung von Gesunden und Kranken, dass möglicherweise unnütz Infektionswege erweitert werden. Wir befinden uns immer noch in der zweiten Phase, in einer Akutphase der Coronavirus-Infektion und führen erstmal nur die Akuttests durch. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Georg Schneider, dass Sie uns auch heute wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Es ist eine hohe Verantwortung, die man jetzt seitens des Verordnungsgebers auf die Kommunen, auf uns als Krisenstab auch gelegt hat. Das heißt, dort, wo ein neuer Hotspot entsteht, müssen auch Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Und wir wollen natürlich in Hürloff nicht ein solcher neuer Hotspot werden, sondern wir wollen alles dafür tun, dass wir auch tatsächlich die Zahlen, die wir jetzt haben, auch zukünftig halten. Und da darf ich nochmal wieder auch an Sie, liebe Hürlofferinnen, liebe Hürlofer, animieren, dass Sie die Hygieneregeln, die gerade nochmal aufgezeigt worden sind, beachten, dass Sie den Mund- und Nasenschutz tragen und dass Sie sich auch in der sonstigen Welt so bewegen, dass Sie möglichst niemanden anderen anstecken und dass wir weiterhin möglichst gesund durch diese Zeit kommen. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie in den letzten Wochen dazu bereit waren, dass Sie an unserer Seite gestanden haben, dass Sie uns als Krisenstab vertraut haben und dass wir gemeinsam hoffentlich auch in eine gute Zukunft sehen können. Ein herzliches Dankeschön. Bleiben Sie gesund.